Hier haben wir einen Regenbogen vom Lars und lasst uns diesen Regenbogen sinnbildlich als Brücke fürs Wetter nehmen. Das Wetter in diesem Sommer ist höchst unterschiedlich. Der Sommer begann sehr sonnig und warm, ist dann abgestürzt. Im Norden Deutschlands beispielsweise könnte er, wenn der August es nicht richtet, einer der kältesten und nassesten Sommer werden der vergangenen 30 Jahre. Hier schreiben mich die Menschen an und sagen, es verfaulen die Balkonblumen, weil es so nass ist. Das ist schrecklich da draußen. Und aus anderen Gegenden heißt es, endlich fällt mal ausreichend Regen. So groß sind die Unterschiede. Da gibt es auch eine Bauernregel. Regnet es vor deinem Stall? Glaube nicht, es regnet überall. Im Moment aber schon. Grüße Sie und grüße euch. Also der Lars hat dieses Bild von der Ostsee geschickt. Der Wolfgang Barbiger dieses Bild aus Oberbayern. Hier mit dem aufziehenden Gewitter. Wir gehen zurück auf die Ostsee zum Rheinmund, wo ein regelrechter Wolkenbruch vor seiner Nase stattgefunden hat. Und zurück wieder nach Oberbayern zum Dirk, wo ebenfalls ein Wolkenbruch aufgekreuzt ist. Und jetzt gab es keine Wolkenbrüche, sondern einfach nur ganz, ganz viel Regen in der vergangenen Nacht. Und die nächsten Tage bleiben kühl, sie bleiben windig und sie bleiben nass. Und wir suchen mal den Sommer. Ja, diesen hier, den kann es auch geben. Den hatten wir in den letzten Jahren zuhauf und den hatten wir auch in der ersten Sommerhälfte. Nicht unbedingt nur im Norden, da hat die Wärme gefehlt, als die Sonne da war. Aber wir suchen mal. Da haben wir das amerikanische GFS-Modell mit dem sogenannten Zwölferlauf. Und in den Ensembles, in den ganzen Linien, gab es einen Hitzelauf. Den haben wir mal rausgesucht mit Temperaturen von um die 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Mit dieser fetten Hochlage. Ein Lauf wohlgemerkt von über 30. Und dann kam der sogenannte 18er Lauf, der Lauf aus der Nacht. Und da hat der Hauptlauf gesagt, Freunde, jetzt machen wir es mal richtig schön heiß. Da dampfen die Schuhe. Und das wären dann hier die Luftmassen in 5,5 Kilometer Höhe richtig heiß. Und in 1500 Meter Höhe um die 20 Grad. Wenn sowas kommen würde für ein paar Tage, dann wäre die Kälte wieder aus dem Boden weg. Und auch die ganze Nässe wäre weg. Es würde schnell wieder trocken werden und nochmal richtig hochsommerlich. Aber wie wahrscheinlich ist das Ganze denn? Schauen wir auf die Ensembles und beginnen nach dem amerikanischen GFS-Modell hier mit Kiel. Und da ist der Hauptlauf in hellgrün ganz oben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist nicht hoch. Da sind zwar ein paar andere dabei, die gehen auch in die Richtung, aber die würden schnell wieder runtergehen. Es ist möglich, zu einem gewissen Prozentsatz, 10 bis 20%, dass da mal ein kurzer Hitzepeak kommt. Ansonsten geht es etwa zur Mitte des Monats mal rauf mit den Temperaturen. Zuvor bleibt es unterkühlt und nass. Und das europäische ECMWF-Modell macht es genauso. Jetzt gehen wir ans andere Ende, an die obere Isar nach Mittenwald. Hier bleibt es auch in der ersten Dekade noch wechselhaft, vor allen Dingen sehr, sehr nass mit normalen Temperaturen. Und dann geht die Temperaturkurve nach oben. Die Niederschläge lassen zumindest vorübergehend ein bisschen nach, steigen dann aber wieder an, weil da geht schon wieder runter so ein bisschen mit den Temperaturen und da kommen gleich wieder Schauer und Gewitter, sowohl nach dem amerikanischen als auch nach dem europäischen Modell, wo viele Niederschläge berechnet werden. Und apropos Niederschläge, schauen wir mal in die Böden. Das ist die Bodenfeuchte vom vergangenen Sonntag des Deutschen Wetterdienstes. Da, wo es blau ist, ist es richtig nass. Da, wo es orange ist, noch eher trocken. Und das wird jetzt bald alles hier blau oder grün werden. Und wenn wir das Ganze vom Dürremonitor anschauen, für die Pflanzen verfügbare Wasser, dann haben wir vom Süden Sachsen-Anhalts, vom Thüringer Becken bis nach Sachsen und in den Süden Brandenburg sowie im äußersten Nordosten noch Gebiete, wo wir Wasser bräuchten. Ansonsten ist es ziemlich nass. Und das sind ja die oftmals theoretischen Werte. Wir haben in einem breiten Streifen vom Oderbruch dann rüber bis nach Nordrhein-Westfalen und rauf zur Nordsee überhaupt keine Dürre mehr im Boden. Im Südosten noch stärker, aber die wird ziemlich schnell verschwinden. Und diese Karte, ich persönlich sage da lieber, bitte mit Vorsicht genießen. Das sind alles theoretische Werte. Es hat mal hier einen Wert gegeben von einer schweren Dürre bei mir vor Ort. In 1,8 Meter Tiefe, da war aber in 1,6 Meter Tiefe schon der Grundwasserstand, weil es so nass war. Also rein theoretisch, hier rund um den Oderbruch ist es zum Beispiel, da ist keine Dürre mehr da und auch in Teilen im Westen und Nordwesten rund um die Nordsee sowieso in tiefen Bodenschichten. Und dann schauen wir jetzt nochmal eine andere Grafik an, die Dürre in 40 cm Tiefe. Die sieht dann schon anders aus bei anderen Anbietern, die gerechnet werden. Das Ganze in 1 Meter Tiefe, da ist noch ein bisschen Dürre vorhanden und in wenigen Tagen bis Samstag wird auch diese verschwinden durch die ergiebigen Regenfälle. Da muss man immer so ein bisschen Zusammenschau machen
und fragen, woher kommt das? Die Niederschläge des Sommers bisher. Wir sind bei 59%. In der Mitte und im Süden gab es wenig Regen und in einem breiten Streifen von der Nordsee und NRW bis rüber nach Berlin und Brandenburg viele Niederschläge. 59% wohlgemerkt deutschlandweit gemittelt. Und wenn wir das ganze Jahr nehmen, da sind wir auch bei knapp 60%. Und da haben wir wieder den Streifen von der Nordsee und NRW bis Berlin und Brandenburg mit den höchsten Niederschlagssummen an der Ostsee und im Südwesten am wenigsten. Und wenn wir zum Beispiel die nassesten Orte nehmen des Jahres bisher, wo geht's da los? Frankfurt an der Oder beispielsweise, Berlin sind sehr, sehr nasse Orte, gehören mit eben zu den absoluten Spitzenreitern. Und das Gegenteil, die trockensten Orte, finden wir Stuttgart beispielsweise. Oder auch der Feldberg im Schwarzwald ist, wenn man das als Ort bezeichnet, der trockenste Ort bisher. Und dann geht es noch weiter, München Flughafen oder auch, wo geht es noch, Märklingen. Das sind ja alles bekannte Orte, die sind sehr trocken. Und in diesen Gebieten wird eine Menge Regen aufkommen, zum Beispiel im Schwarzwald hier. Da wird es über 50 Liter Regen auf den Quadratmeter geben, nach dem europäischen ECMWF-Modell. Im Nordwesten aber noch einiges. Und da, wo wir bisher sehr viel hatten, wird eben nicht ganz so viel fallen. Das ist verkraftbar. Und das amerikanische GFS-Modell macht ähnliche Niederschlagssummen im Nordwesten sehr viel. Im Südwesten hier zum Beispiel ein bisschen weniger und auch im äußersten Osten ein bisschen weniger. Erweitern wir das Ganze dann auf den 16. August, die Niederschläge also von 16 Tagen insgesamt, dann kommt nur noch rund um die Nordsee ein bisschen was zustande. Das ist ja ein sehr trockener und sehr heißer Lauf. Und der Vorlauf, der normal war mit allen anderen, der macht es wieder deutlich nasser. Mit ein bisschen Glück haben wir keine Dürreprobleme mehr, und zwar in ganz Deutschland. Und mit noch mehr Glück kommt dann auch mal wieder die Sonne heraus. Das sind die Niederschläge, die gestern gefallen sind, Stand derzeit, wo ich das hier aufzeichne. Das sind 8,3 Liter deutschlandweit gemittelt, auch einer der nassesten Tage des Sommers bisher. Dazu gab es gestern so gut wie keine Sonne, nur im Südosten ein bisschen was. Tiefstwerte 6 bis 17 Grad, Höchstwerte 16, 17 Grad im Bereich der Mittelgebirge. 25 Grad waren es nochmal in der südlichen Oberpfalz in Regensburg. Das ist nur wirklich kein Hochsommerwetter. Und es geht auch nicht hochsommerlich weiter. Wir haben so ein fettes Höhentief über Nordeuropa liegen. Wir sind in einer westlichen Strömung, wo vorübergehend mal wärmere, dann wieder kältere Luft mit eingebunden wird. Auf jeden Fall alles sehr niederschlagsreich. Und im weiteren Verlauf zieht dann am Samstag ein Tief hier nach Italien. Dann kommt eine Hochdruckbeule und das nächste Tief folgt nach. Die Temperaturen gehen noch weiter zurück und liegen bei um und etwas über 5 Grad in 1500 Meter. Der Höhe im Hochgebirge fällt Schnee. Und so einen richtigen Tiefpunkt gibt es wohl noch mal nächste Woche, am Dienstag, mit einem kräftigen Tief und hochreichender Kaltluft über Skandinavien. Die minus 20 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe verläuft knapp nördlich der Donau entlang. Und das ist dann so ein richtiges Wetter, das Mischung macht und Mische bringt mit Schauern und Gewittern und sehr kühlen Temperaturen von nur noch um und unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Und an der See ist es saukalt und windig. Das soll sich dann ja ändern. Der heutige Tag beginnt erst einmal mit einem satten Regengebiet. Hallo August, dritter meteorologischer Sommermonat. Du könntest auch ein Herbstmonat sein. Jetzt nicht unbedingt Oktober oder gar November. Dafür ist es einfach zu warm. Aber es wäre ein so Mitte-September-Tag auch durchaus denkbar. Im Nordwesten folgen Schauer und Gewitter. Am Nachmittag zieht sich das Regengebiet weiter nach Südosten zurück. Und am späteren Nachmittag werden die Sonnenscheinanteile immer größer. Begleitet wird das Ganze von starkem bis stürmischem Wind aus westlichen Richtungen und Höchstwerte im Regen von 15, sonst von 17 bis 24 im Südosten Österreichs, anfangs noch in der Warmluft von bis zu 29 Grad an der südsteirischen Weinstraße. Morgen zieht schon wieder das nächste Regengebiet herein, von Westen her rollt es heran, zieht bis zum Nachmittag nach Osten, dahinter folgen Schauer und Gewitter. Im Süden wird es vorübergehend föhnig werden. In Alpennähe, beispielsweise im Allgäu, westliches Oberbayern, kann es am Vormittag ein bisschen regnen und am Nachmittag setzt sich hier die Sonne durch mit den Lenticularis-Wolken, den Föhnfischen, einer gigantischen Sicht und sehr viel Wind. Wir haben starken bis stürmischen Wind aus Süd bis Südwest bei Höchstwerten im Regen von 15, sonst von 17 bis 25 Grad, in den Föhngebieten von 25 bis 30 Grad. Der Föhn bricht dann zusammen. Am Donnerstag gibt es dann auch hier Regen und Gewitter. Ansonsten folgen weitere Schauer und Gewitter. Am freundlichsten ist es in der Schweiz und im Süden Badens sowie im äußersten Nordwesten. Der Wind weht weiter stark bis stürmisch mit Spitzenböen von um die 80 km pro Stunde. Am Morgen sind im Westen sogar bis zu 90 drin. Also es wird ganz schön rappeln. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig.
Der Freitag bringt dann weitere Regenfälle und Gewitter, vor allen Dingen im Süden, Schneefallgrenze im Gebirge, Hochgebirge bei 2,2, sonst Sonne, Wolkenschauer und Gewitter bei 16 bis 24 Grad. Ähnliche Temperaturen am Samstag, 14 bis 24 Grad mit im Nordwesten neuem Regen, sonst ein paar Schauern. Am Sonntag kommt der Wind wieder dazu, im Norden Schauer und Gewitter, im Südwesten vorübergehend freundlicher. Kurzzeitig wärmer wird es dann, Stand derzeit am Montag. Der Wind dreht auf südwestliche Richtungen, bleibt stark bis stürmisch und das ist auch weiter wechselhaft. Und am Dienstag kommt das neue Tief, erinnert euch daran, mit der Höhenkaltluft. Vor allen Dingen in der Nordhälfte gibt es Schauer und Gewitter bei maximal 14 bis 24 Grad abseits der Schauer und Gewitter. Kommen wir jetzt noch ganz kurz zu den Ensembles für den Norden Deutschlands. Das spricht für sich, das ist wohlgemerkt die 20-Grad-Linie. Und die weiße Linie hier ist das Mittel aller Berechnungen. Es bleibt erstmal kühl, hinten raus geht's rauf und der hellgrüne, der Hauptlauf, gehört mit zu den wärmsten Gesellen. Unten die ganze Zeit Niederschläge dabei. Im Westen wird's die nächste Zeit nass werden, dann kommt scheinbar eine trockenere und langsam wärmere Phase. Da deutet sich sowas Zaghaftes wie Sommerwetter an. Noch nicht das große Hochsommerwetter, aber Sommerwetter. In der Mitte ein ähnliches Spiel, die Temperaturen gehen rauf. Der Hauptlauf ist ganz weit oben, die Niederschläge nehmen vorübergehend ab. Es sieht nicht danach aus, dass sich eine große beständige Hochdrucklage aufbaut, sondern es wird dann eben in einem wechselhaften Trott weitergehen auf einem etwas höheren Temperaturniveau. Im Osten wird es die nächste Zeit auch immer mal wieder Regen geben, Temperaturen maximal von um die 20, später, man höre und staune, auch mal um die 25 Grad. Im Süden Deutschlands Nässe, 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 Nässe bis Mitte der nächsten Woche, dann wird es vorübergehend trockener und auch mal wärmer, wo man dann wieder von Sommer sprechen kann. So für die Landwirtschaft richtig trockenes Wetter, wo wir 3-4 Tage trockene Luft und Sonne und Wärme haben, sind nach diesen Ensembles nicht in Sicht. Wir gehen kurz in die Schweiz, nach Luzern. Auch hier der Regenbatzen, kühle Temperaturen hinten raus. Switch auf wärmere Temperaturen, vorübergehend weniger, dann wieder zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Und zu guter Letzt noch der Blick nach Eisenstadt. Hier ist es natürlich tendenziell wärmer im Südosten Mitteleuropas, aber auch immer wieder mit Schauern und Gewittern durchsetzt. Und hinten raus, Richtung Mitte des Monats, geht es auch hier mit den Temperaturen nach oben. Jetzt wollte ich eigentlich noch was anhängen vom Günther, dafür reicht die Zeit aber nicht. Das mache ich dann heute Mittag. Bis dahin.